Endlich wieder Wettkampfsport in der Region. Am Samstag ging im Hechinger Weiherstadion das Jump and Fly Meeting der LG Steinlach Zollern über die Bühne. Leider ohne Zuschauer, dafür gab es Leichtathletik pur, wie Organisator Dieter Schneider ankündigte. In den drei Disziplinen Diskuswurf, Weitsprung und Stabhochsprung gingen die Athletinnen und Athleten unter den besonderen Corona-bedingten Schutzmaßnahmen, aber bei bestem Wetter bei der 10. Auflage an den Start. Im Weitsprung der Männer ließ Gianni Seger vom TSV Gomaringen mit 7,55 m die Konkurrenz hinter sich. Bei den Damen siegte Janina Lange vom MTV Lübeck. Ich fand es sehr gut. Also die Zuschauer wurden gut kompensiert durch Musikeinsatz. Und auch die Leute, die da waren, die Betreuer und Athleten, haben auch gut Stimmung gemacht und angeklatscht. Von dem her hat es einen ganz guten Ausgleich ergeben. Und ich habe mich jetzt nicht allzu beeinschränkt gefühlt durch die fehlenden Zuschauer. Beim Sparkassenstabhochsprung-Cup glänzte Stefanie Dauber vom SSV Ulm mit übersprungenen 4,36 m. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder einen Wettkampf zu machen. Ohne Publikum ist immer noch mal ein bisschen was anderes, aber das war hier alles super organisiert und es hat einfach Spaß gemacht, hier zu springen. Also vielen Dank nochmal für die Organisation. Auch der Nachwuchs war in den drei Disziplinen am Start. Abschließender Höhepunkt war das Stabhochsprungfinale der Männer und da stellte Oleg Zernikel vom ASV Landau mit starken 5,60 m eine neue Jahresbestleistung auf. Alles zum Jump and Fly sehen Sie am Montag im RTF 1 Sportmagazin.